Ich befinde mich mal wieder in unserem Tiny House Badezimmer. Hier ist nämlich einiges passiert. Wir haben euch ja mal gezeigt, wie wir unsere Schränke gebaut haben. Also einmal den Technikschrank hier hinter mir und einmal vor mir diesen kleinen Schrank rechts vom Badezimmer, Spülbecken. Und heute geht es nicht um die Schränke, sondern um die Schranktür. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin übrigens Ilan und Anja ist gerade noch hinter der Kamera. Wir haben euch ja mal gezeigt, oder in eines unserer vorherigen Videos, ich glaube, das ist jetzt schon 5 Wochen her in etwa, wie wir unseren Waschtisch gebaut haben, beziehungsweise das Brett hier angebracht haben und für welche Armatur wir uns entschieden haben. Und auch das Waschbecken ist jetzt hier nochmal gut zu sehen. Was ihr jetzt noch gar nicht gesehen habt, ist diese Tür hier. Und zwar unsere Schranktür haben wir jetzt mal angebracht. Es ist eine Leichtbauschranktür, sie ist wirklich sehr, sehr leicht. Folgendes haben wir uns dazu überlegt. Wir haben mal wieder das Paulownia-Holz genommen, welches wir ja auch hier für den Waschtisch verwendet haben und für die Schränke selbst, weil es einfach sehr robust ist und sehr leicht ist. Und uns stört es auch nicht, dass es ein paar Macken bekommen könnte, wenn man jetzt also quasi mit dem Nagel reingeht. Es ist also ein relativ weiches Holz, das stört uns aber eigentlich nicht. Im Alltag ist es sowieso etwas rustikaler jetzt, wo es grundiert ist. Es ist etwas dunkler auch und somit stört das nicht. Und um Gewicht zu sparen, ein weiteres Gewicht zu sparen und zusätzlich auch noch für eine Durchlüftung zu sorgen, haben wir uns halt überlegt, können wir vielleicht mit Rattan arbeiten. Rattan ist aber sehr, sehr teuer und deshalb sind wir dann irgendwann auf Jute gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an unser Video von Susa und Savas erinnert. Wenn nicht, wir verlinken euch das gerne nochmal. Vorne im Intro kann man ganz deutlich diese Jute-Säcke sehen, diese alten Kaffeesäcke, die wir so grandios fanden, auch von der Optik. Das ist es jetzt im Grunde auch. Wir haben das zugeschnitten. Wir haben uns also quasi den Jute-Stoff bestellt. Das einzige Problem an diesem Stoff ist, dass er halt leicht ausfranst. Das müssten wir dann eventuell noch kleben hier, diese Stellen. Aber das Schöne ist eben die Optik und das ist, wie man hier schon sehen kann, man kann durchgucken und dass hier auch die Luft durchkommt. Wir haben hier 3 Türscharniere gewählt in einem Goldton, die haben uns sehr gut gefallen und dazu auch einen entsprechenden Magnetverschluss hier oder Magnetverschlüsse. Wir haben oben und in der Mitte noch einen, unten überlegen wir noch, ob wir noch einen anbringen wollen. Hier oben schließt die Tür noch nicht ganz richtig, das ist auch noch etwas, was wir beheben müssen, weil das Holz leider verzogen ist und das haben wir dann bemerkt, als wir die Scharniere oder das obere Scharnier dann eben mit der Tür befestigt haben. Das mit den Regalen, das kommt noch, sobald wir auch genau wissen, was alles mitkommt, damit wir die Höhen auch nicht verschwenden. Das ist aber so individuell, dass wir gesagt haben, das machen wir dann kurz vorm Einzug. Ob wir hier noch einen Türknopf brauchen, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Momentan geht das auch ohne, weil man das Holz hier ganz gut greifen kann. Das heißt, ja, das lassen wir noch auf uns zukommen. Das ist unser fast fertiger Waschschrank. Wir hatten mal wieder vor, gestern komplett fertig zu werden. Wir wollten hier sogar noch alles gestrichen haben. Also Zeitmanagement ist bei uns jetzt noch nicht so optimal. Aber so wird es am Ende aussehen mit noch kleineren Farbtupfern. Ich nehme das Brett jetzt mal ab, dann kann ich das besser auch erklären. Hier hinter befindet sich ja unsere Heizungsanlage. Tada! Und wir haben auch ja schon bereits kleinere Verstärkungen in dem Schrank gebaut, damit dann später auch die Sichtklappe nicht nach innen fällt. Wir wollten nämlich diese Klappe nicht fest verschrauben, damit wir auch für Wartungsarbeiten oder wenn wir zum Beispiel den Durchfluss an unserer Fußbodenheizung, an dem Thermostat verstellen wollen, dass wir einfach schnell rankommen, aber eben auch ja, alles schnell aus dem Auge, aus dem Sinn haben. Demnach werden wir vermutlich hier so kleine Ösen anbringen mit kleinen Häkchen, um schnell einfach die Klappe zu verschließen. Da müssen wir aber noch was bestellen. Da wissen wir noch nicht genau, was da am besten von der Größe passt. Nur, dass ihr das einmal kurz gesehen habt. Der Rest ist aber soweit fertig und gefällt uns auch sehr gut, müssen wir sagen. Vom Prinzip her hat Ilan das ja schon auch bei dem Waschtischschrank erklärt, wie wir da vorgegangen sind. Wir haben uns einmal für 2 kleinere Schranktüren entschieden, auch wieder mit jeweils zwei kleinen Sichtfenstern und auch wieder eingespannt mit dem Jutestoff. Das fanden wir total süß. Wir hatten auch damals erst überlegt, ob wir Fenster mit diesem Gittersystem wählen. Aber das dachten wir, wäre zum Putzen irgendwie ein bisschen ungünstig. Jetzt haben wir dieses Element aber doch in unserem Haus einbringen können, dann eben in den Schranktüren. Es sind auch noch keine Knöpfe dran, die werden wir noch aussuchen. Mal gucken, was passt. Zu groß dürfen sie ja auch nicht sein, sonst stößt man beim Vorbeilaufen immer gegen. Aber der noch unorganisierte Schrank,
lässt sich trotzdem wieder mit den Magnetöffnungen hier schön öffnen. Auch hier ist die Aufteilung noch nicht klar. Vermutlich werden ja auch hier Handtücher oder vielleicht Unterwäsche, alles, was man eben auch schnell nach dem Duschen hier braucht, um sich grob anzuziehen oder die Unterwäsche anzuziehen, hier aus dem Schrank holen. Wahrscheinlich werden hier auch Putzmittel und Waschmittel untergebracht. Das werden wir sehen, zeigen wir euch dann, wenn es soweit ist. Aber es ist super geräumig und wir können endlich auch die Türen schließen. Das gleiche hier unten, da hatten wir tatsächlich auch kurz debattiert, weil ich erst der Meinung war, dass es vielleicht sinnvoller wäre, keine Türen anzubringen, um dann einfach schneller auch an die Waschmaschine zu kommen. Und ich bin so froh und dankbar, dass sich Ilan dieses Mal durchgesetzt hat und meinte, ach nee, komm, wir machen das aus dem Auge, aus dem Sinn. Dann haben wir einen clean Look im Badezimmer und schaut euch an, wie schön das ist. Hier nochmal die zwei Schranktüren. Hier unten rechts wird dann der Waschtrockner Platz finden. Den haben wir noch nicht ausgewählt, aber der passt da locker rein. Und links davon oder rechts davon kann man dann im besten Fall auch noch einen kleinen Staubsauger oder Putzlappen irgendwas unterbringen. Also das ist echt klasse. Und uns ist aufgefallen, dadurch, dass wir ja Laien sind und auch nicht alles immer so perfekt ist, dass hier unten das Holz tendenziell immer ein bisschen nach innen steht. Das heißt, sobald die Waschmaschine, also hier am Boden sieht man das leicht, das heißt, sobald die Waschmaschine oder der Waschtrockner dann im Schrank ist, werden wir einfach so kleine Stopper hier, wir haben das provisorisch mal aus unserer Küche jetzt ausprobiert, so kleine Stopper am Boden befestigen, dass auch die Tür wirklich oben und unten bündig stoppt und nicht die Tendenz hat, auch beim Saugen oder wie auch immer, immer nach innen gedrückt zu werden. Das wäre natürlich ungünstig. Scharniere haben wir hier andere verwendet. Ich zeige euch das mal oben, ist vielleicht schöner zu filmen. Und zwar sind das die Scharniere, die wir eigentlich für unseren Küchentritt, für das Küchenpodest verwenden wollten. Es hält wirklich super, super gut. Und tatsächlich machen die Scharniere auch den kompletten Schrank oder die Türen viel hochwertiger, als wir erst befürchtet hatten. Also wenn dann entsprechend noch hier schöne kleine Knöpfchen dran sind und die Seiten weiß gestrichen sind, wird das richtig, richtig schön. Was uns noch nicht so gut gefällt, wo wir noch mal ran wollen, ist hier an die Stirnseiten, weil die Bretter eben gebogen sind, ob nach oben oder unten und somit die Abstände rein visuell einfach nicht so sauber aussehen. Die Schranktüren sind nämlich total gerade geworden und jetzt überlegen wir vielleicht noch die Stirnseite mit einem ganz kleinen Pappelsperrholz auch zu verkleiden, das Ganze dann als Rahmen mit weiß zu streichen, wie auch den Schrankrahmen allgemein, das passiert dann noch zeitnah. Um einfach diese, um das Auge da so ein bisschen auszutricksen, dass das auch alles recht gerade wirkt. Das ist eigentlich schon der aktuelle Stand. Hier die Schrankecke, dadurch, dass die natürlich nicht so sauber abgeschlossen hat, wie wir das geplant haben, kommt dann hier, wir müssen es noch zuschneiden, deshalb kann ich es nicht ganz dran halten, diese Eckleiste, oh, die ist zu lang, schade, diese Eckleiste noch davor. Und auch dann sieht das Ganze einfach sauberer und gewollt aus. Genauso wie hier an der Ecke. Also wir haben, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Leisten bestellt. Dass dann eben auch die kleinen Risse zwischen den Pappelsperrholzplatten nicht zu sehen sind, selbst wenn wir das Haus bewegen und die sollten nochmal aufreißen. Das ist super leicht, bringt kaum Gewicht ins Haus. Wir werden dann nochmal separat das Video zu machen. Das steht auch bald an, sobald wir die Türen endlich mal drin haben. Das ist echt ein Krampf. Hoffen, dass euch das heutige Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!